Ein Aufschrei geht durchs Land. Amazon schließt das Partnernet. Ja, Mahlzeit, ihr Lieben. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber vielleicht haben es einige von euch schon gehört. Ich bin auch oft gefragt worden jetzt, was macht Amazon? Wieso schmeißen die MyDeals raus? Richtig, so ist es gekommen. MyDeals und andere große Netzwerke sind vom Amazon-Partnernet ausgeschlossen worden. Und jetzt denkt natürlich der, weiß ich nicht, unsere Heidi, die ihre alten Stricksachen, auf einem Blog bewirbt und dann irgendwelche Sachen über das Amazon-Partnernet an ihre Blogleser quasi verkauft, denkt jetzt natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt sind meine 2,50 Euro, die ich im Monat verdiene, weg. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich erkläre euch jetzt einmal ganz kurz, was passiert ist und ob das für euch interessant ist oder beziehungsweise relevant ist oder nicht. Also, Amazon hat am Dienstag, den 22. November, quasi, oder vielleicht auch schon Montag oder so, aber am Dienstag ist es rausgekommen, dass Amazon MyDeals, die Schnäppchenplattform MyDeals, vom Partnernet ausgeschlossen hat. Das bedeutet für MyDeals natürlich, dass wahrscheinlich die größte Einnahmequelle komplett wegfällt. MyDeals, wer es nicht kennt, da hat man halt Schnäppchen, vornehmlich im elektronischen Bereich, gepostet und dann natürlich die Links, das waren alles Amazon Affiliate-Links aus dem Partnernet, die sind natürlich dann quasi, die Kunden haben draufgeklickt und haben sich dann die Sachen möglicherweise gekauft oder auch was anderes, Amazon Partnernet, erkläre ich gleich noch. Dadurch hat MyDeals natürlich extrem viel verdient. Also auch wenn viele sagen, oh, bis 10% maximal die Provision beim Amazon Partnernet, das ist nicht so viel, aber die Menge macht's. Amazon Partnernet, wenn du das nicht kennen solltest, das ist das Affiliate-Programm von Amazon. Das heißt, du meldest dich beim Partnernet an mit einer Internetseite oder mit einem YouTube-Kanal oder was auch immer, worauf du dann nämlich Produkte von Amazon quasi mit deinem eigenen Affiliate-Link, wo dann eben deine ID mit drin ist, das Ganze bewerben kannst, und wenn jemand dann über deinen Link ein Produkt kauft, egal ob das direkt beworbene Produkt oder irgendein anderes, dann bekommst du Provision. Provision hängt immer davon ab, welche Kategorie, was für ein Produkt das ist, und wie gesagt, bis zu 10% kannst du daran verdienen. Und naja, da gab es natürlich mehrere Schnäppchenseiten, wie eben MyDeals, die das im großen Stil gemacht haben, wo die Community halt auch gepostet hat. Und da ist es halt so, wenn du auch als Community-Mitglied deinen eigenen Affiliate-Link postest, dann wird der natürlich von MyDeals dann umgewandelt, dass das letztendlich dann MyDeals zugutekommt und nicht dir. So funktionieren ja diese ganzen Schnäppchen-Plattformen. Und da ist nicht nur MyDeals von betroffen. Davon sind auch zum Beispiel Snips.de oder MyDeal.com oder andere große Netzwerke, große Communities von betroffen. Und die sind halt alle ausgeschlossen worden. Das auch noch vor dem Black Friday, der heute ist. Ich nehme das Video gerade heute am Freitag auf, am Black Friday. Das, würde ich mal sagen, wird denen schon einen ordentlichen Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht Amazon das? Von Amazon selber gibt es natürlich überhaupt keine Informationen. Amazon selber sagt, wir äußern uns nicht zu geschäftlichen Sachen, also stillschweigen. Von den Betreibern, MyDeals oder Snips oder MyDeal.com oder wer auch immer, hört man natürlich im Moment auch noch nichts, weil die wissen es ja selber nicht. Die müssen jetzt ja selber erstmal dahinter kommen. Also dass Amazon das jetzt vor dem Black Friday und natürlich auch vor dem ganzen Weihnachtsgeschäft, wenn sie es so lange durchziehen, macht, ist natürlich schon mal ein ordentlicher Klopper für die ganzen Seiten, weil die ganzen Millionenbeträge, die sie damit umgesetzt haben, die fallen jetzt ja höchstwahrscheinlich weg, wenn die sich nur auf das Amazon-Partnernet spezialisiert haben oder quasi das einzige Standbein war, wo sie ihre Einnahmen generiert haben. Dann Prost Mahlzeit. Und wie gesagt, also von Amazon kriegt man nichts mit. Man kann jetzt natürlich nur vermuten und spekulieren, dass Amazon entweder mit denen direkte Verträge machen will und denen vorher jetzt quasi erstmal so einen Schuss vor den Bug gibt und sagt, Freunde, entweder wir einigen uns und ihr nehmt unsere Bedingungen an oder ihr seid halt ganz draußen. Das weiß man nicht, das muss man jetzt erstmal abwarten, wie weit es da geht, was da noch kommt. Und wenn die wirklich komplett außen vor bleiben, ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn du jetzt eine kleine Nischenseite hast, die vielleicht auch dir ein paar hundert Euro, vielleicht ein paar tausend Euro oder sowas im Monat bringt, keine Sorge, es sind erstmal nur große Communities ausgeschlossen worden, die halt Millionen Umsätze gemacht haben. Wenn du die schon gemacht hast und bist du vielleicht auch selber schon ausgeschlossen worden, weiß ich nicht. Also ich sag mal, der Otto Normal
Affiliate-Marketer, der ist davon überhaupt nicht betroffen. Du kannst auch nach wie vor deine Nischenseiten aufbauen. Und weiß ich nicht, wenn du beispielsweise eine Seite mit Bartöl machst oder so, dann kannst du nach wie vor die bewerben. Du bleibst auch im Partnerprogramm drin und kannst das nach wie vor nutzen. Amazon wollte halt die ganz, ganz großen Fische, die ihr Business quasi auf Amazon begründet, mit dem Partnernet ins Millionenbusiness geschoben haben, die das so aufgebaut haben. Die betrifft es jetzt erstmal nur, man muss es abwarten, man weiß nicht genau, was da passiert. Aber da bleiben wir natürlich dran und werden das weiter verfolgen. Was lernt man daraus? Wenn man ein Business nur auf einem Standbein aufbaut, dann kann man relativ schnell in die Röhre gucken. Angenommen, man baut sich jetzt ein komplettes Business mit Amazon Partnernet auf, das muss ja nicht in die Millionenbeträge gehen, sagen wir einfach mal, du baust dir ein cooles Online-Business auf und das basiert nur auf Amazon Partnernet oder nur auf Affiliate-Marketing von einem bestimmten Händler bist du abhängig und der sagt irgendwann, weil das kann, das war's. Kann Amazon machen, kann auch keiner irgendwie was dran rütteln. Man kann sich jetzt beschweren und sagen, das ist aber schon gemein von denen, ja, böse, böse, aber es sind Amis, die machen das sowieso immer. Und warum sollte Amazon sagen, ja, oh, wenn ihr das aber seid, dann lassen wir es. Die bezwecken damit was, was genau, das werden wir noch erfahren wahrscheinlich irgendwann. Aber wenn du auf einem Standbein dir das alles aufbaust, dann musst du mit diesem Risiko halt leben. Deswegen sagen wir auch immer, fangt klein an, mit einem Standbein, logisch, aber skaliert das Ding höher. Und macht euch nicht abhängig von einer Person, einem Händler, einem Produkt oder was auch immer. Das ist so die Message, die man auf jeden Fall aus dieser Amazon-Geschichte lernen kann. Ich weiß, MyDeals, die werden jetzt nicht kaputt gehen, die haben schon noch andere Standbeine. Aber denen bricht auf jeden Fall was extrem Großes weg und ich glaube nicht, dass die sagen, ach, das ist uns im Moment egal. Aber wir warten mal ab, das wollte ich dir auf jeden Fall nur kurz mitteilen. Heute also als Amazon Partnernet Affiliate, keine Sorge, dich betrifft das nicht. Es geht um die ganz großen Fische, die ja auch teilweise, sagen wir mal, so Sachen, so Grauzonen ausgenutzt haben. Wenn jetzt ein Händler einen Fehler gemacht hat, einen Preisfehler oder sowas, dann ging das natürlich extrem schnell bei MyDeals hoch und dann waren, ich sag mal, der Händler hat vielleicht noch 150 Produkte auf Lager gehabt und die waren immer innerhalb von 5 Minuten weg und dann sitzt du als kleiner Amazon-Händler, die ja auch da sind durchaus, dann sitzt du halt da und denkst, scheiße, was mache ich jetzt mit diesem Preisfehler? Es ist natürlich auch alles immer so, man muss beide Seiten sehen und ja, wie gesagt, wir warten ab, was da passiert. Du als kleiner Amazon-Affiliate hast auf jeden Fall nichts zu befürchten aktuell und deswegen viel Spaß noch beim Black Friday. Vielleicht ziehst du ein paar Provisionen ab mit Bartöl oder was auch immer und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.